Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragdzinja. Im letzten Part mussten wir einen Flunky verfangen. Denn ihr seht, das Team ist ansonsten schon ziemlich aufgeschmissen. Wenigstens haben wir jetzt ein Stahl-Pokémon. Naja, das ist doch mal wenigstens was. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das mache, damit das Team gut wird. Ich werde Flunkkiefer, der erlernt ab Level 6 eine neue Attacke, und ab Level 11 erlernt der Beißer. Biss, der heißt, den habe ich ja noch Beißer benannt, ne? Und wenn wir das tun, dann, also ich habe jetzt vor, halt, ich werde ihn nach vorne tun, bis er Level, wie der aussieht. Ich finde das so schlimm irgendwie. Warum ist Sonne ganz vorne? Ach, fuck. Also wenn er Level 11 erreicht hat, werde ich dann Carpador nach vorne tun. Warum Carpador? Weil dann ich Folgendes machen werde. Dann werden wir Carpador ganz weit aufleveln. Wir werden Carpador aufleveln, bis er uns was bringt. Weil der kann ja nur Platscher, ne? Der kann nur Platscher. Und jetzt kommt die Mega-D. Ab Level 15 erlernt er Tackle. Dann können wir auch mit Carpador kämpfen. Hydropie. Das sieht aber noch ein Pflanzen-Pokémon aus. So, Hydropie. Und das andere ist mit Sicherheit Wasser. Da werde ich wohl... Ah, nee, Hydropie ist der Wasserspast. Fuck. Ja, ist es auch Wasser, okay. Wäre das schon mal geklärt? Oh, man kann ihn kaufen, cool. So. Quiekel. So, nein. Nein, ich quite. Mann. Ich heiße es, wenn im letzten Moment die Ergebnisse sich ändern. So, oder ist es... Warte, was ist das? Eis und Boden. Was hilft denn gegen Eis zum Beispiel? Stahl! Dann passt es ja. Okay. Also, da hilft Stahl bei dem Typen. Das ist, dann wisst ihr, glaube ich, jetzt, was ich vorhabe. Und ab Level 20 entwickelt er sich ja noch zu Gyarados. So, was soll Beißer tun? Aber der kann nur erstaunen. Warte, und gegen Boden. Was hilft da? Pflanze. Weißt du, dann gehst du jetzt raus. Und Retter kommt rein. So. Und Sonne greift dann... Macht erstmal Wachstum. So. Okay, und dann werden wir... Verdammte Scheiße. Die sind gerade mal auf Level 8. Werden wir verdammte Scheiße die umbringen. So. Oh, Tackle, damit tust du mir ja total weh. Und Heuler. Auf jeden Fall, ne? Gut, Angriff sinkt, aber zum Glück habe ich mich eben noch aufgepumpt mit Wachstum. Und du, Wasser-Pokémon, stirbst jetzt. Und bei dem wird... Nein, bei dem wird jetzt was abgesaugt. So. Also der dürfte eigentlich... Beide dürften eigentlich tot sein. So, okay. Der ist tot. Gut. Ja, Sonne und Retter sind einfach die besten Karte im Team. Es war doch gar damals keine so schlechte Idee, Sonne zu fangen. Sonne erweist sich als sehr nützlich. Wablu. Okay. Das sieht nach Flug aus. Und bei Flug hilft Elektro. So, oh, auch effektiv. Nice. Okay. Ja, ist doch alles bis jetzt ganz gut, ne? Und Beißer erreicht Level 6, lol. Beißer erlernt Trugträne. Ja, wenigstens kann er jetzt noch was anderes als diese Scheiße da, ne? So, wer wird Tentox? Hatten wir den nicht schon mal? Ein Wasser-Pokémon. Okay. Dann würde ich sagen... Warte, was hilft denn noch bei Flug? Ja. Dann tun wir jetzt einfach mal für die EP
gleich einfach tun wir jetzt einfach für die EP. Wir tun Fischi rein, ja? Oder komm, Beißer. Ne? So. Okay. Nice. So, okay. Gut, aber der ist doch Flug, oder? Der fliegt doch. Ja, okay. Da kommt doch dieses, das ist sehr effektiv Geräusch. Dann scheint das wohl gut zu sein. So. Okay. Ja, Sonne erhält ja auch noch Punkte. Nice, wie wir den Kampf hier einfach gerade total dominieren. Unlicht. Okay. Möchte mal gucken, was das macht, aber das werden wir eh nicht sehen, weil er jetzt sterben wird. So, okay. Ja, dann ist wahrscheinlich hier Flunkiefer gar nicht mal so schlecht, ne? Und der ist jetzt schon auf Level 7. Ich meine, das ist ja ganz gut. Und Sonne erreicht Level 14. Wie nice. So, okay. Ja, da haben wir die besiegt. Lol. War doch ziemlich nice. Erstmal zwei Levels. Level-Ups für Beißer und dann noch für andere. 3200 Poké-Dollar. Und wir haben einen Trank. Ja, cool. Nee, das gefällt mir gerade, was wir hier so sehen. Ist jetzt wieder ein Doppelkampf? Wahrscheinlich. Alter, was haben die hier alle mit ihrem Doppelkampf, ey? Oh, Mann, das regt mich gerade auf. So. Okay, aber die haben beide nur ein Pokémon. Also wird das hier schneller gehen. Ja. Super, Alter. Okay. Nasgnet sieht nach einem Pflanzen-Pokémon aus. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Deshalb kann Google her. So. Okay. Hallo. Ach, ich bin offline. Okay. Okay. Lombero. Ja, dann... Nee, das ist wahrscheinlich dieser... Typ, ne? Ja. Ja, ist er. Das sieht auch schon aus wie so ein Samba-Typ, Alter. Wasser und Pflanze. Also etwas für... Verdammt, warte. Da steht immer... Nicht die Entwicklung. Och, jetzt regt mich doch nicht auf. Da steht nämlich immer, das finde ich ganz gut, ab welcher Generation was ist, ne? Zum Beispiel, seit seinem ersten... Warte. Nee, Typen Wasser und Pflanze, also er scheint... Ach, das ist die Weiterentwicklung von Kapaloris. Ach so. Ja, weiß ich Bescheid. Aber Kapaloris, ich weiß doch, da haben... Der war ja letztens, da haben wir auch... hier Dingen benutzt. Raichu. Deshalb glaube ich, dass das helfen wird. Also Raichu wird eingewechselt. Gestein. Gestein-Pokémon. Der sieht aus wie Polygon. Und da hilft Stahl. Aber der hat keine Stahlattacken, ne? Unlicht hilft da auch nicht. Aber Pflanze hilft da. Ja, dann musst du wieder raus. Retter kommt für dich. Kriegst du halt deine EP. Moment mal. Ja, der, okay. Ja, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, wenn wir das so machen. Okay. Ja, Retter ist Level 16. Da muss ich mir langsam auch nicht bei effektiven Pokémon die Sorgen machen, weil wir sind viel höher gelevelt. Deshalb, ja, alles gut, ne? So. Oh, vielleicht hätte ich doch Wachstum machen sollen, aber die können ja anscheinend alle hier Heuler, deshalb nervt es mich nicht. Ja, jetzt kommt der mit Härtner. Ja, okay. Weißt du, wenn du mit Härtner kommst, dann werde ich Wachstum machen. Dann werde ich Wachstum machen, das kann ich dir sagen. So, okay. So. Und der wird auch tot sein, ja. Ein Volltreffer. Also der zählt eher als Pflanze, weil da war kein Effektiv. Beißer Level 8, cool. Aber ich habe ihn so oder so umgebracht, weil Raichu einfach scheiße stark ist, muss man einfach sagen. Ne? Der ist einfach scheiße stark.
So, bei dem werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde, glaube ich, Ruckzuck-Hieb einfach einsetzen. Oder ich mache Vorarbeit. Ich setze Rotenschlag ein und Sonne macht dann den hier. Das ist schlau, das ist Teamwork. Okay. Ja, der dürfte jetzt tot sein. Nice. Und auch nur durch einen Volltreffer eventuell. Aber hat geholfen, ne? Und die haben jetzt auch keine Pokémon mehr. Sonst wäre schon längst einer reingekommen. Der eine ist ja umgebracht worden. So. Okay. Nice. Beißer bekommt auch seine guten Level-Ups. Der ist schon. Ja, das wird nicht lange dauern, bis er auf Level 11 ist. Und dann wird Carpador nach vorne getan. Und hier kriegen wir nur 324 Poké-Dollar, dein Ernst? Ja, man hätte den Kampf skippen können, aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ach, sind wir hiermit jetzt durch, oder was? Okay. Also haben wir hier alles besiegt, was man besiegen kann. Ja, dann. Sonne! Sorg! Ja, wenn's so ist, soll's so sein, ne? Ja, dann können wir da jetzt wahrscheinlich weitergehen. Hier haben wir, ja, unser fucking Pokémon gefangen. Ah, man sollte sie alle Gil holen. Ach so, das ist jetzt wieder so hier ein Pokémon Aqua Mitglied oder was? Anscheinend. Und daneben ihnen steht ein Pokémon, was er aber wahrscheinlich nicht einsetzen wird. So. Nidoran. Lol. Okay. Ist das. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, aber ich glaube, Nidoran ist es Psycho, ich weiß es nicht. Deshalb einfach so. Nidoran, da ist es auch schon. Nidoking kenne ich. Ich kenne diesen Pokémon-Glitch, Nidoking auf Level 100. Nee, ist ein Gift-Pokémon. Gift. Haben wir auch noch nicht gehabt, glaube ich. Gift, nee, war nicht. Da hilft Psycho. Aber wir haben ja. Leider, leider ist Nasenbär gestorben. Er hat einen ziemlich guten Job gemacht. Ich vermisse Nasenbär. Und auch noch nur durch ihn ist es zum Beispiel gelungen, dieses Raichu zu fangen. Das ging nur durch ihn und der ist gefährlich. Er pumpt sich auf. Ach du Scheiße. Donnerblitz! Bitte stirb dadurch. Ich habe Angst vor ihm. Yes, okay. Aber auch nur durch einen Volltreffer eventuell. So. Okay. Oh, Level 17. Dadurch fühle ich mich gleich wieder sicherer. Bei Verteidigung plus 2. Und wir haben den scheiß Team Aquarüpel-Typen besiegt. Und der ist auch nicht reich, ne? So. Keine Ahnung, ob das da sein Pokémon sein soll. Wahrscheinlich. Devon-Waren erhalten. Moment mal. Wollte nicht irgendwer diese Waren haben? Pekko, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack und du bist. Oh, du bist also weg. Dieser Typ im Wald wollte doch diese Waren, oder? Jetzt erinnere ich mich. Ich danke dir von dem ganzen Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in der kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pekko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Ach du Scheiße, okay. Ja, super. Also hier komme ich erstmal nicht weiter. WTF. Aha, jetzt kann ich aber hier rein. Um ohne diesen Tunnel nach Wiesenfluh zu kommen, muss man das Meer bei V-Stauenhafen überqueren, nach Gravitor City segeln und durch Malvenfroh City reisen. Dem Metallflurtunnel. Zunächst hatten wir ein großes Team, das mit schweren Maschinen durch den Felsen brechen sollte. Dann mussten wir die Arbeit stoppen.
Es stellte sich heraus, dass sich unsere Arbeit negativ auf die wilden Pokémon in der Gegend auswirkte und daher haben wir uns nicht mehr zu tun, außer hier voll rumzuhängen. Da ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur gräbt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört und natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Alles klar. Erstmal ist jetzt die Frage, was muss ich denn tun? Ich glaube ernsthaft, wir müssen einfach zurück, weil hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir kommen da nicht mehr vorbei. Fuck. Natürlich musste das passieren. Ja, ist okay. So. So. Darf ich auch flüchten? Ja, danke schön. So. Gut. Ach so. Oh, und wie sieht es aus? Die Devon-Waren? Hast du es geschafft? Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Superball erhalten. Rackpack Superball in die Balltasche. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Okay, wo sind wir jetzt? Dies ist die zweite Etage der Devon-Kooperation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft im Grapiport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein. Würdest du mich bitte einen Moment entschuldigen? Unser Präsident würde gerne mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Ah, alles klar. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon-Korporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffiport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch ins Faustauerhafen halt machen und Faustauerhafen einen Brief mir überbringen. Brief erhalten. Faustauerhafen, okay. Du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Daher würde ich mich um einen Gefallen, würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Okay. Dieses Gerät, das ist die Karte bestimmt. Oder kurz ein Pokélauf. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trailer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Hoenn. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo der Ort, wo die Orte Faustauhafen und Graffiport City liegen. Und andere Orte, wo du Pokémon fangen kannst für deine Randomizer Nuzlocke Challenge. Magma und Aqua heißen sie, glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Ah, meine Pokémon werden geheilt. Cool. Nun, Rick, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Alles klar. So. Okay, wir sind hier. Route 116. Ach, hier ist Route 116, ne? Okay. Moment mal. Und das hier ist... Nein, kann ich auch auszoomen? Ah, okay. Also, wir sind hier. Ja, Metaverse City. Route 113. Wiesenflur. Okay, da ist diese
Rapidport City scheiße. Und hier in der Nähe muss dann auch anscheinend diese V. Das ist bestimmt. Nee, das ist Blütenburg City. Junge, wo ist dein Fausthafen-Typ? Rosalstadt. Wurzelheim. Ah, wir kommen. Achso, wir müssen zurückgehen wahrscheinlich. Ja, der will, dass ich so gehe. Aber guck mal, wie viele Roten hier sind. Warte, 104. Keine Ahnung, ob wir da was schon gefangen haben. 5 auf gar keinen Fall. Rote 6 auch nicht. Vielleicht kann man auch dort was fangen. Rote 107, 8, 9? Ja, Rote 109. Ey, das ist geil. Okay. Dann los geht's. Aber im nächsten Part. Aber erstmal möchte ich mich hier noch umschauen. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung gekommen. Ja, aber wir haben schon mal Superbälle, ne? Mehrere. Oh, wow, das ist ein Pokénuff. Er ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktionen im Einzelnen erklären? Ach was, du findest es schon ganz alleine heraus. Ja, das denke ich auch. Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir mit Pokémon reden können. Aber bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Lol. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht es nicht voran. Was soll ich als nächstes entwickeln? Unsere Firma erlaubt es uns, unsere kreativen Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Als Ingenieur kann man sich nichts Besseres wünschen. Das stimmt. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt! WTF! Lol. Ach, der Typ wollte uns nicht reinlassen, okay. Ja, die haben wir schon alle angesprochen. Aber nicht in dem Part der... Ach, egal. Die sagen nur sowas wie Hallo und sowas. Ich habe neues Zubehör für den Pokélauf entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal dein Pokélauf-Rack, den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Hier, bitte. Schön weg. Ich habe deinen Pokélauf mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten Trumm eintragen, Rick. Probier's mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Bitte was? Anrufen. Oh, Rick. Da du mich erreicht hast, scheint der Pokélauf zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, du machst ein glückliches Gesicht. Woher weiß ich das? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir runterschaue. Hahaha, bis bald, mach's gut. Kranker Stalker. Gib einen Block, tschüss. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass gut auf dich auf, Rick. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen von diesem Part. Nee, doch nicht, weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben, jetzt erstmal im Pokémarkt gehen und mal gucken, ob wir hier irgendwas Tolles kaufen können, was uns was bringt. Supertrank, aber davon haben wir ja schon was, ne? Warte, nee, also hier kann man nicht auswählen, irgendwie Superball oder sowas. Wie viel habe ich eigentlich im Besitz? 7. Ein Trank habe ich genug. Habe ich genug. Ja, 4. Komm, kaufen wir mal... ein paar, so. Okay. So, das sind jetzt das letzte Mal, dass wir Trank gekauft haben. Ab jetzt immer super Trank. So, okay. Ja, und ansonsten, ja, ein bisschen Schutz noch. 3 Stück dürften reichen. So, okay. Und dann sind wir durch hier. Gut, dann bedanke ich mich fürs Ansehen von diesem Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge Smaragd Part. Und ja, bis zum nächsten Part. Und im nächsten Part, wo muss ich eigentlich hin? Wir müssen hier runter auf jeden Fall. Wir müssen wieder zurück. Oh nein, das ist doch Maike. Oh, hi Rick. Dein Pokénuff besitzt die Trainerruffunktion. Wir tragen es gegenseitig ein, so bleiben wir in Kontakt. Maike wurde im Pokénuff-Verzeichnis eingetragen.
Ach übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenburgwald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht schon ganz cool aus. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Na gut, dann machen wir das doch. Ich bin gerade erst Trainer geworden und deshalb wirst du dich verlieren. Es gab doch schon einen Kampf, ne? Guck mal, du spielst doch nicht mal Randomizer. Und ich hab mehr. Und du hast einen scheiß Mantax. Okay, das sieht aber nach Wasser-Pokémon aus. Das ist Wasser-Pokémon. Komm, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht googeln. Das brauche ich niemals googeln. So. Deshalb tue ich Retter rein. So. Okay. Gut. Ja, das ist, glaube ich. Nein! Aber, nee, der hat mich nicht angefasst, ne? Also ist auch nicht paralysiert. So. Ey, bitte, wenn du jetzt nicht angreifst, ne? Ja, okay. Es trifft. Ja, es ist Wasser-Pokémon, okay. Da ist er auch tot, ne? Nice Ton. Wie viel? Das gibt doch bestimmt, ja, viele Erfahrungspunkte. Balsa erreicht Level 9 und... Ja, ich werde, glaube ich, Level 10 und jetzt doch Level 11 und dann... Nee, nicht in diesem Part. Sonst hätten wir im nächsten Part wieder Carpador vorne. Damit er auch... Was kommt jetzt? Ich habe nicht gelesen. Scheiße. Was ist das? Anorit. Das sieht auch nach Wasser aus. Irgendwie so, ja, Krebs-Ding. Würde auf jeden Fall... Also Wasser würde Sinn machen. Dann könnte ich den ja leicht drin lassen. Aber der sieht echt schlimm aus. Der sieht echt nicht mehr schön aus, Alter. Du siehst echt nicht mehr schön aus. Ich wette, ich hatte recht mit Wasser. Hatte ich einfach nicht. Gestein und Käfer. So. Okay. Ich glaube, dass... Warte, Elektro... Hat das da ein Minus? Nee. Ja, der Donnerblitz wird ihn schon umbringen. Der Donnerblitz wird ihn schon umbringen. Obwohl, der ist auf Level 15. Aber Donnerblitz ist stark, ja. Brauche ich nicht extra Sonne oder sowas reintun. So, okay. So, 900 Pokédollar. Nice. Ach übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenburgwald gesehen. Mac, du bist gerade hierher gezogen. Der Herr, kannst du das nicht wissen? Aber Mr. Brack war Seefahrer. Doch, das wissen wir sogar. Ja, und da sind wir zurück bei Route 104. Dann werden wir im nächsten Part hier weitermachen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.